Grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fuchs und spiele heute Next Space Rebels. Ein Spiel, das ich vor 2 Jahren mal gespielt habe. Soweit sogar, ich glaube, ich habe es sogar 2-mal durchgespielt. Oder 3-mal, ich weiß es nicht. Weil ich es so extrem toll fand. Und jetzt habe ich aktuell keine weiteren Projekte, die ich machen wollte. Und da dachte ich mir, ich könnte es ja eigentlich nochmal spielen, weil es eigentlich extrem viel Spaß gemacht hat. Und ich mache auf jeden Fall ein neues Spiel. Ich lese auch vorher nochmal die Spielbeschreibung vor. Das ist für alle. In Next Space Rebels entwickelst du dich von naiven Hobby-Raketentüftler zu einem erfahrenen Weltraumaktivisten, indem du immer komplexere Raketen entwirfst, baust und zündest. Das ist im Grunde genommen die Spielbeschreibung halt. Also wir müssen selber Raketen bauen und... ihr werdet schon sehen. So, möchtest du die Handlung wirklich von vorne beginnen? Ja, ja. Passt schon. So, herzlich willkommen. Konto erstellen. Gib deinen Kontonamen ein. Na, Fuchsel, fast schon. Suche ein Profilbild aus. Ich nehme mein eigenes, warum nicht? So, danke für die Erstellung deines Kontos. Also im Grunde genommen ist es so, wir sind jetzt hier praktisch gesehen YouTuber, also Startuber, und müssen jetzt selber Raketen... Hey, I'm Lena Smalling, aka Rocket Girl, and this is where I work. Also im Grunde genommen, das, was ihr gesehen habt, da kommt das Like nochmal. Könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr ein bisschen runterscrollt bei mir. Na, guck mal, das wurde heute sogar aufgenommen. Kann ich einen Abonnent machen? Hey, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Lena Smalling, alias Rocket Girl. Ich baue Raketen und berichte über Raumfahrkuriositäten und Amateurraketenbau. Schau dir meinen Trailer an und folge mir auf meine Reise. Wir sind alle auf Englisch hier. Kann ich selber nicht schreiben. Okay, also wie gesagt, wir sind jetzt praktisch gesehen Startuber. Wir müssen unsere eigenen Raketen bauen, davon Videos machen, die hochtun, dann halt immer weiter halt den, halt immer weiter aufsteigen. So, wir haben eine Nachricht. Salma, deine erste Rakete. Cool, du hast deinen eigenen Startuber-Account erstellt. Ja, ich kann es kaum erwarten, ein paar Videos zu posten. Okay, Moment, das können wir ein bisschen langsamer machen. Textgeschwindigkeit machen wir mal mittel. Das wird ein Spaß. DareTube ist die perfekte Plattform, auf der du all deine zukünftigen Schöpfungen hochladen kannst. Du kannst es sicher kaum abwarten, Raketen zu bauen. Raketenvideos kriegen sicher jede Menge Aufrufe. Ich habe dir ein kleines Geschenk im Square Shop bestellt. Es ist ein Raketenbausatz. Damit kannst du deine erste Rakete schaffen. Das ist echt lieb von dir. Das ist ja eine nette, die Salma. So, es sollte jede Minute bei dir eintreffen. Versuche eine Rakete zu starten und vergiss nicht, ein Video vom Start hochzuladen, damit andere auch Spaß daran haben können. So. Vielen Dank, dass du dich für Square Shop entschieden hast. Sie haben einen Raketenbausatz als Geschenk erhalten. Dieser Satz enthält einen preisgekrönten Softwaremarker. Ihre Bestellung wurde erfolgreich verarbeitet. Bevor wir die Transaktion abschließen können, benötigen wir noch eine kleine Information. Welche Farbe wünschen Sie? Komm, wir nehmen Orange. Eine gute Wahl. Orange ist Feuer. Verwenden Sie bitte den folgenden Link, um Marker zu installieren, um Ihren eigenen Raketen zu entwerfen. Die bestellte Raketenbausatz sollte automatisch Ihrer Werkzeugleiste hinzugefügt werden. Installieren. So. Installation abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr kostenlose und einfache bedienende Konstruktionssoftware verwendet. Achte im Verlauf der erweiterten Entwicklung auf Aktualisierungen und Erweiterungen auf den Teilebibliothek. Viel Spaß beim Skizzieren. So, Kapitel 1. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle mehr experimentieren und uns trauen würden, Fehler zu machen. Raymond Sonderman. Von dem werden wir noch ein bisschen öfter was hören, soweit ich es in Erinnerung habe. Meine erste Rakete. Salma hat mir den orangefarbenen Raketenbausatz gegeben und mich gebeten, meine erste Rakete zu bauen. Das wird ein Spaß. Starte die Rakete. Es werden 3 zusätzliche Komplexitäten gewinnen, wenn du diese Herausforderung meisterst.
So. Raketenbooster, Raketenspitze, Hüllenumsatz. Mausrad zum Zoomen, mittlere Maustaste zum Schwenken. Verwende rechte Maustaste, um Infos zu sehen. Okay, wir können jetzt hier einfach die Rakete hier so einfach so zusammenbauen, so wie es passt halt. Komplexität. Und jetzt brauchen wir noch den Booster. War da nicht irgendwie... Hier konnte auch zwei Booster einbauen zum Beispiel. So. Ich weiß nicht, ob das hintereinander überhaupt ging. Aber egal. So, jetzt klickt man hier auf Bauen. So, Mark 1 Rocket. Rocket Kit. So, und so wurde jetzt die Rakete schnell gebaut. Kann man hier noch schön nochmal angucken. Hier im Mythbusters Labor hier. Und dann gehen wir mal zum Start. So, und jetzt können wir die Rakete mal starten. Hui! Ja, im Hinterhof. Na, hoffentlich brennt es da nicht. So, unser erstes Ziel, was wir erreichen müssten, haben wir im Grunde mal erledigt. Start und jetzt sind wir. Jetzt haben wir hier die Bodenrakete. Die 100-Meter-Kamera, naja, wir haben 38 Meter geschafft und, ja, beenden. Ah, guck mal, hier wird sogar nochmal angegeben. Start erfolgreich. Herausforderung, meine erste Rakete abgeschossen. Zufälliger Flugwinkel aufgrund fehlender Flossen zur Stabilisierung. Okay. Du hast mehrere gewöhnliche Tags errungen. Rekordhöhe 38 Meter, Rekordentfernung 56 Meter, Rekordgeschwindigkeit 111 km/h. Video hochladen. So, meine erste Rakete. Kann man sogar selber schreiben. Beschreibung habe ich immer recht schwierig gemacht. Aber ich konnte es irgendwie mal. Oh. Ich kann gar nicht schreiben. Kann ich hier schreiben? Hallo Leute. Ich kann wirklich sogar hier. So, wenn ich jetzt das Video hochladen würde, das Ding. Warte mal, dann machen wir mal kurz ein. So, ich denke, soweit bin ich jetzt zufrieden. Oh, Moment. Okay, Titel: Flug ins All. Mein erster Versuch, eine Rakete ins All zu schießen. Seid mit dabei, wenn ich mit euch Geschichte schreibe. So würde es jetzt ungefähr aussehen. So. Nehmen wir uns doch das Bild hier. Unterm Strich macht es ja keinen Unterschied. Text mit wichtigen Teil des Videoerstellung. Wähle einen ansprechenden, damit die Zuschauer dein Video finden können. Extra Boost. Machen wir beginnen einfach. So, Videos hochladen. Wow, 873 so. Und 5 Abonnenten schon bekommen. Hey, in dem Spiel habe ich schon mehr Aufrufe als überhaupt. Und mehr Abonnenten. Nee, stimmt nicht. So, nicht schlecht, schreibt Salma. Du hast 2 neue Nachrichten. Komm, ich kann mir, tu mich selbst beliken. So, willkommen bei StarTube. Hallo, der Fuchsel. Glückwunsch zu deinen ersten Videos. StarTube ist ein völlig kostenloser, hochwertiger Videostream-Dienst. Mit ein wenig Engagement schaffst du es in unserem Creator-Programm, bei dem du Erträge über unseren Dienst erwirtschaften kannst. Wir hoffen, dass du uns treu bleibst und freuen uns schon auf viele tolle Videos von dir. Ich freue mich schon drauf, mehr zu drehen. Dies ist eine automatisch generierte Nachricht. Bitte kontaktieren Sie uns nur für Käufe und geschäftlichen Anfragen. Ja. Da stimmt was nicht. Ich fand dein Video klasse, aber irgendwas ist faul daran. Na, ich wusste auch, dass ich eine andere Farbe hätte nehmen sollen. Nee. Was meinst du? Deine Rakete ist praktisch überall geflogen, außer nach oben. Ich glaube, da fehlt etwas. Ich habe auch keine Flossen. Etwas für die Aerodynamik halt. Das ist es, dir fehlen Raketenflossen. Ich lese gerade etwas darüber. Sie sind in der Aerodynamik einer Rakete unverzichtbar. Während des Fluges strömt der Wind an den Flossen entlang und sorgt dafür, dass sie sich dreht, sodass die Flossen hinter dem Schwerpunkt befinden. Okay. Sie sind auch eine Art Lenkung. Daher solltest du die Flossen immer unten an der Rakete anbringen. Schön und gut, aber wo komme ich Flossen her?
Sie sollten im Raketenbausatz enthalten sein, den ich dir geschenkt habe. Wenn sie fehlen, frag lieber im Shop nach. Mache ich. Mit den Flossen. Und vorausgesetzt, dass du die Rakete richtig zusammengebaut hast, solltest du problemlos 25 Meter erreichen. Ja gut, wir haben 38 Meter sogar erreicht. So, hallo, bei der Lieferung scheint ein Teil zu fehlen. Ja, Entschuldigung, zu jungen Annehmlichkeit. Offensichtlich hatten wir einige technische Schwierigkeiten. Zum Glück ist unsere fortschrittliche Software-Marker mit einem System ausgestattet, über dem die Teile per Klick heruntergeladen werden können. Folgen Sie einfach den Download-Link, um das Teil Ihrer Bibliothek hinzuzufügen. Wir bitten nochmals um Entschuldigung und danken für Ihr Verständnis. Danke für die schnelle Hilfe. Ist ja echt nett, dass die so schnell reagieren. Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Und so, dann bauen wir mal die nächste Rakete zusammen. Okay, wir haben jetzt halt als Aufgabe, wir müssen die orangefarbene Spitze verbauen, wir müssen die Hüllensatz verbauen, wir müssen orangefarbene Flossen bauen, den Booster einbauen, wir müssen mindestens 25 Meter erreichen. So. Der ist 2 wert, der ist 1 wert und der ist auch 1 wert. So, und jetzt können wir noch Booster reinbauen. Hier unten einmal. Kann ich noch einen bauen? Ja, sicher. Kannst du sogar noch verlängern, theoretisch, die Rakete. Ne? So, schön schauen, dass alles gerade ist. Und jetzt haben wir alle Punkte auch verbraucht. So, bauen. So. Na, die wird besser fliegen. Hui! Oh, kaputt. Schön, wie da die Einzelteile rumliegen. So, beenden. Okay, du hast ein ungewöhnliches Tech errungen. Einzelheiten zum Flug. Wir haben Rekordhöhe mal gebrochen, aber die Entfernung haben wir halt nicht erledigt. Ja gut, weil die Rakete ja nicht irgendwo unkontrolliert weggeflogen ist. Wir haben auch eine geringere Geschwindigkeit erhalten. Aber gut, lag wahrscheinlich dran, weil wir die Rakete auch verlängert haben. So, die fehlende Flosse. Hat die Herausforderung teilgenommen? Ja, okay, jetzt lassen wir es einfach mal. Ich kann jetzt denselben Tab hier jetzt nicht nochmal verwenden. Den kann ich erst später wieder verwenden. Abgeschlossener Bausatz. So, und Video hochladen. Fast. Ui, ein Raumschiff. Ich liebe Raketen. Billy Plays. Hast du neue Nachricht erhalten? So. Salma, was ist los? Siehst du? Jetzt geht sie ab wie eine Rakete. Gut gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Hast du das neue Video von Rocket Girl gesehen? Das ist über ihre wahnwitzige Raketenherausforderung. Ich glaube nicht. Sieh's dir an. Wahnwitzige Raketenherausforderung. I have exactly 1 hour to build a ridiculous rocket from these objects. I'll get my tools and let's get the party started. Hi, friend. I'm gonna use these blades as rocket fins. I need a bigger one. Yes! Now we need something that can blast this motherfucker into the stars. Huh? Well, the neck here is to keep it balanced on the launch. Isn't this great? Can you can build a better rocket? Take up the challenge and show me your supersonic shit. 1. Collect the most ridiculous rocket parts you can think of. 2. Construct them into a rocket. 3. Add boosters. 4. Launch it. And 5. Reach 1 kilometer minimum. See you around. Ik deed zo stoer.
Ja, okay. Können wir auch wieder ein Like da lassen. Also wir müssen jetzt halt eine Rakete aus verschiedenen... Oh, was meinst du? In kurzem und ganzen hat sie jetzt eine... Ist halt ein bisschen blöd wegen deutschen Untertiteln und so, dass sie da sowas nicht einfügen. Wir müssen jetzt eine Rakete aus verschiedenen Sachen bauen und müssen 1 Kilometer Höhe erreichen. Ich will diese Auswahl unbedingt schaffen. So, ja, diese Raketenexperimente können genau sein Ding sein. Dein Ding sein. Schließlich bastelst du ständig. Ich mache mich gleich an die Herausforderung. Dann viel Glück dabei. 1 Kilometer ist eine ganz schöne Strecke, also schraub deine Erwartungen nicht zu hoch. Dann Lock wurde eine neue Aufgabe hinzugefügt. So, ich nehme die Rocket Girls öffentliche Herausforderung teil. Ich möchte eine wahnwitzige Rakete bauen und 1000 Meter schaffen. Hoffentlich schaffe ich das, erreiche 1 Kilometer. Problem ist, dass die Raketen aktuell so nichts bringen. Hier gibt es nichts Neues im Laden, oder? Nee. So, jetzt ist meine Frage, jetzt können wir ja nochmal eine zusammenbasteln. Könnten wir mal, nein, das Rohr möchte ich nicht haben. Was ist hier, wenn ich jetzt hier einfach mal... So, wir sind ein bisschen weiter rüber und hier rüber. Ah, die beißen sich. Jetzt mal gucken, wie die hier wird. Der kleine Blitzer und los! Okay, 177 Meter. Da kommt sie wieder. Okay, wir haben eine Rekordgeschwindigkeit, aber wir haben... Ja gut. Die Herausforderung, wahnwitzige Raketenherausforderung nicht geschafft. Ja gut, wir haben ja keinen Kilometer erreicht. So, Video Nummer 3. Kleiner Flitzer. Nur Flügel und Spitze. Dafür 3 Booster. So, extra Boost. Hochladen. So. Er hat nicht so viele Abonnenten bekommen. Abonnenten, nicht so viele Aufrufe. Also in Goku und Schloss den neuen Rang Eisen bekommen. 22 Abonnenten. Jetzt habe ich automatisch ein Spiel mehr, als ich wirklich im Leben habe. Aber gut, das ändert sich hoffentlich bald. Irgendwie. Ich gebe mein Bestes. Was für ein spektakuläres Ergebnis. Dass, wenn die sterben werden... was? Was für ein spektakuläres Ereignis. Dass, wenn sie sterben werden, sagen sie, ich bin froh, dass ich die Rakete gestartet, während ich kann. Das geht auf meine Eimerliste. Lösung Bros. Ich liebe Mutterraketen so viel, wie ich mich kümmere. Eine Menge über diese Hobby, was? Okay, ich glaube, die Übersetzung ist hier ein bisschen doof gemacht worden. Erstmal selbst beliken. Mache ich normalerweise nicht, aber egal. So. Na, Glückwunsch zu den Eisenrang. Wie gefallen dir unsere Tags? Sicher hast du sie inzwischen bereits verwendet. Ja, ich liebe sie. Bitte antworte nicht auf diese Nachricht. Die ist automatisch generiert. Unsere hochmodernen Plattformen generieren basierend auf Algorithmen Tags, die zum Look und Inhalt dieses Videos passen. Daher bekommst du bei jedem neuen Video andere Tags. Nach jedem Upload kannst du eine begrenzte Anzahl an Tags auswählen. StarTube nutzt diese Tags, um ein Video zum passenden Publikum näher zu bringen. Also sind die Aufrufe nur das Ergebnis der Tags und haben nichts damit zu tun, wie viele Leute mein Video tatsächlich gefallen hat. Ja.
Bitte antworte nicht auf diese Nachricht. Hören Sie eigentlich auf. Es gibt noch 2 Ränge bis Silber. Ab dem Silberrang wirst du Teil unserer Creator-Programms und kannst über unsere wundervollen Plattform echtes Geld verdienen. Dein nächster Rang ist Bronze. Du brauchst 250 Abonnenten, um ihn zu erreichen. Experimentiere mit deinen Designs und probiere unterschiedliche Dinge aus, um mehr Text zu erhalten. Mehr Text bedeuten mehr Aufrufe und damit auch mehr Abonnenten. Ja, okay. Dann sauber. Gut gemacht. Du bist jetzt ein Eisenmitglied bei StarTube. Wie fühlt man sich so als Influencer? Du musstest noch nicht mal Rocket Girls Herausforderungen schaffen. Nicht mehr lange und ich bin ein Top-Kanal. Ich bin ein Top-Kanal bei StarTube. Herausforderungen schaffe ich trotzdem noch. Warte nur ab. Wir wollen es ja nicht hoch machen. Mit Sicherheit. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Das wird dir definitiv helfen, ein kleines, tolles Video passend zu den neuen Pandemie-Themen zu drehen. War das in der Pandemie 2019? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Eine Klopapierrolle. Haha, probier's mal aus. Darüber werden sich die Leute sicher reden. So, jetzt haben wir hier Sid Phillips. Teddy. Wow, deine Raketen sind so cool. Wenn ich groß bin, will ich wie du sein und auch tolle Raketen bauen. Kannst du vielleicht was mit meinem Teddy bauen? Ich würde ihn so gern fliegen sehen. Genau, sind zu Kinder. Oh, bitte. Das würde mir echt gefallen. Okay. Hurra, hier ist mein Teddy. Das wird so spitze. So. Raum-Teddy. Baue den Teddybär ein, start die Rakete. Sid Films hat mir eins seiner Kuscheltiere geschickt, um mich gebeten, daraus eine Rakete zu konstruieren. Und so, okay, dann tun wir die noch mal einbauen. Okay, wir haben hier also den Bären. Weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall eine Spitze. Brauchen das hier, schieben wir ihn hinten rein. Ich weiß nicht, brauche ich die Rolle hier? Unterm Strich ist ja schon verbunden. Ja, okay, dann bauen wir einfach mal restlich noch Booster rein. Booster 1, Booster 2. Nein, mehr Booster gehen nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert. Okay, zum Start. Und Feuer. Zehn Meter. Ja, okay. Fliegengewicht orange. Man kann jetzt auch mehrere hier zusammen verbinden. So, 5000 Aufrufe, 30 neue Abonnenten. Easy going. Da brat mir einer einen Storch. Coole Teddybär-Rakete. Auf Wiedersehen, Teddy. Mama wird dich vermissen. What kind of sicko is shooting innocent teddy bears into space? Naja, gut, Space, das ist 10 Meter hoch geflogen. So, weitere Herausforderung. Channel-Tipps. Hallo, ich habe dein Teddy-Video gesehen. Nach der Rocket Girl-Herausforderung wurde ganz schön viele Videos gepostet. Die meisten davon sind langweilig, aber deins war irgendwie ein frischer Wind. Danke. Ich habe einfach nur das getan, worum mich ein Kind gebeten hat. Ja, aber du hast schließlich eine Rakete gebaut. Ich glaube, dein Inhalt könnte ganz groß rauskommen. Hast du schon mal dran gedacht, einen eigenen Kanal wie ein Geschäft zu behandeln? Nur, ich baue nur gern Raketen. Aber es wäre eine echte Verschwendung, wenn du nicht aktiv versuchen würdest, deinen Kanal zu vergrößern. Lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du Abonnenten willst, musst du Herausforderungen annehmen. Du baust eine Verbindung zu deinem Publikum auf. Wieso steht hier zweimal du?
du baust du eine Verbindung zu deinem Publikum auf und kannst ihnen themenbezogene Videos erstellen. Wobei bekomme ich hier die Herausforderung? Indem du dich mit den Zuschauern unterhältst, genau wie jetzt. Ich kann dir beispielsweise eine Herausforderung geben. Wie wäre es mit einer 50 Meter Herausforderung? Hallo, easy schon geschafft. Ich fordere dich heraus, nicht viel höher zu steigen. Man muss schließlich klein anfangen. Also ich muss unter die 50 Meter bleiben. In Ordnung, gehen wir es an. Okay, Rocket Girl, cooles Video. Hey, ich habe dein Teddy-Raketen-Video gesehen. Erste Sahne, was für ein Zufall. Ich hätte genau den gleichen Teddy, als ich noch klein war. Wow. Danke. Okay, ich schreibe sonst nichts mehr. Sid Phillips sagt cool. Das war klasse. Hier ist eine Puppe meiner Schwester. Die solltest du als nichts fliegen lassen. Hast deine Schwester mit einverstanden? Naja, eigentlich weiß sie gar nicht, dass ich sie genommen habe. Aber ich finde es sicher auch cool. Du darfst nicht einfach so Sachen nehmen. Das nennt man stehlen. Du hast ja recht, tut mir leid. Hast keine anderen Spielzeuge, die ich hier hinschicken kann? Ich hätte da einen Roboter, das ist mein Lieblingsspielzeug. Nimm ihn doch ran. Ja. Also müssen wir als nächstes den Roboter verballern. So, Raumroboter. Ich habe mich geweigert, die Puppe von Sid Phillips Schwester zu verwenden. Daher hat er mir ein anderes Spielzeug geschickt. Dieses scheint ihm sehr viel am Herzen zu liegen. Baue Roboter ein, starte Rakete. Neue Höhen. Channel Tips hat mich dazu herausgefordert, eine Rakete zu bauen, die genau eine Höhe zwischen 50 und 100 Metern erreicht. Erreiche 50 Meter, bleibe unter 100, schließe den Start ab, ohne indem du die Rakete verunglücken oder wieder auf dem Boden landen lässt. Okay. Kompliziert die Sache vielleicht ein bisschen, aber wir haben hier auf jeden Fall den Roboter. Der hat ein Gewicht von 250. Setzen wir hier mal einen Hut auf. Gehen wir jeweils in die Füße hier einen rein, oder? Also auf jeden Fall auf den hier stehen, kann man ihn noch einen so auf den Rücken montieren. Theoretisch. So. Der könnte sogar theoretisch die 50 Meter knacken. Wenn wir Glück haben. Ne, haben wir nicht. Ist das traurig. Herausforderung neuen Höhen nicht abgeschlossen. Start erfolgreich. Power Boost Bot. Für die Verlängerung eines Roboters. So, 36 neue Abonnenten. What kind of fuel are you using for your rockets? Is there some kind of secret fuel you are using that we know about? Das ist ein einfacher Booster. Ich wünsche, I couldn't do this with my brother's toys. He'd be panicked. Sombre Cat. Brillant. Sie können die Menge an Arbeit vorstellen, die für die Einleitung der Apollo-Mission ging. Wahrscheinlich sagte gewesen eine Million Mal, würde jetzt aber Ringo cool, was für ein perfekter Start. Jo, kein Problem. Aber irgendwie hat es nicht gereicht. Baue Roboter in Rakete ein, start die Rakete. Ich habe doch den Roboter eingebaut. Hier ist Roboter, hier ist Spitze. Hier ist das Ding, hier ist. Vielleicht hat er einfach das Teil hier gefehlt hat.
Okay, dann brauchen wir wieder Booster, einen linken Schuh, einen rechten Schuh und einen in die Mitte. So, nochmal von vorn. Oder muss die Herausforderung auswählen? Hui, hat 9 Meter geschafft. Nee. Muss ich die auswählen? Ach, hier Ziel setzen, Mensch. Ja. Und Feuer. Da kann man gar nicht 2 Aufgaben auf einmal erfüllen. So, Herausforderung Raumroboter abgeschlossen. Absolut symmetrisch. Kind. So, hochgeladen. Und 21 neue Abonnenten. So, Modellraketen sind dann unglaublich. Aber was ich... What I want to know is there a follow-up kit. Oder just you have to stuff yourself. Oder habe ich noch andere Sachen, anstatt für Kimmel irgendwas zu machen. Lol, ich dachte, sie wären gehen zu sterben. Boost-Saugen hart. Ehrfürchtiges Video. Halten sie die guten Inhalte auf. Wow, geniale Rakete und erstaunlich. Der absolute Mad Lad. So, Sid Phillips. Cool, hey. Ich werde meinen Roboter vermissen. Ich habe ihn auch noch da, der ist ja nicht weit runtergeplumpst. Er hatte einen guten Flug. Yay. Ja, okay. Dann haben wir als nächstes die Aufgabe, 50 Meter erreichen, aber unter 100 bleiben. Weiß ich gar nicht mehr, welche Rakete war das nochmal. Die und 2 Booster. 1 und 2, sollte eigentlich reichen. So. Ja, hat gereicht. Uff. So, beenden. Neue Höhen abgeschlossen. Video hochgeladen. Altmodisch. Für die Verwendung einer Spitze und Hülle. Untertaste sonst nichts. Für die bestehende Herausforderung von Channel Tips. So, 219 neue Abonnenten. Wurscht, das gefällt bei Co. Ich würde gerne diesen Kerl Nachbar sein. Wilde, der Affenpilot wurde von der G-Kräfte zu Tode gequetscht. I tried to boost my scooter once, but I got busted from the police. Just what out where they launched these things. Er hat mal Raketen an seinen Scooter, an seinen Roller dran gemacht und wurde von der Polizei erwischt. Niedlich. Man kann sogar die alten Videos noch angucken. Ja. Also die Booster aus dem Raketenbausatz sind ganz niedlich. Aber du willst doch einen erfolgreichen StarTube-Kanal aufbauen, oder? Sicher. Dann brauchst du ein wenig mehr Wumms. Hör zu. Wenn du die nächste Herausforderung schaffst, dann gebe ich dir einen Bauplan für einen besseren Booster. Wow, cool. Viel Glück. Was ist die nächste Herausforderung? Erreiche 100 Meter und bleibe unter 150 Meter. Okay, jetzt kriegen wir dasselbe hin. Gut, aber die Folge bin ich jetzt... Obwohl, die bauen wir noch ein. Die machen wir noch schnell. So, das war im Grunde genommen die 3-Stufen-Rakete. Also, 1, 2, 3. Kannst sogar noch eine 4. einbauen. Wobei, dann werden wir wahrscheinlich die 100 Meter überspringen, oder? Scheiße, wo war mein, Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie hoch mein bisheriger Rekord war, ob ich die 150 schon geschnitten habe. Naja, sehen wir gleich. Scheiße, wir haben die 150 überschritten.
Nein! Okay, zurück zum Zeichenbrett. Okay, im Grunde muss man es nur ein bisschen schwerer machen. So, das könnte jetzt besser gehen. Ja, jetzt zum Start. Reicht nicht. Okay, ich kann ja noch eine reinbauen hier. So. Aber diesmal kriegen wir es hin. Ja. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Buff. Direkt am Kirchenvorplatz gelandet. Da werden sie sich freuen. So, laden das Video noch hoch. Mega Boost. Keine Ahnung. Kirche würde ich eigentlich noch hinschreiben. So, 33 Abonnenten. Gut, fortsetzen. Beeindruckend wünsche ich, hätte das als Kind bekannt. Wir flogen unsere Raketen jede Woche und gingen durchs Estes Raketenmotoren wie Süßigkeiten gut gemacht. They should release Rocket Kit in Purple Color. Was für eine schöne Rakete. Ich mag Raketen. Das ist wunderbar. Dies ist eine Art von Inhalt, Eevee. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Rocket Girl hat im Feuerwerkskörperraum hochgeladen. Ja, okay. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von, Next Rocket. Ich habe den Namen vergessen. Ist das nicht zu fassen? Next Space Rebels, jetzt weiß ich wieder. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall. Also bis dann. Tschüss.